Für die Straubinger Karmelitenbrauerei hat die Hauptsaison heuer richtig gut begonnen. Zwei ihrer Biere, das Karmeliten-Urtyp und das Weizenhell, haben hohe Auszeichnungen erhalten. Eine DLG-Goldmedaille und eine Bewertung als hervorragend durch die Jury des ITQI, des International Taste and Quality Institutes. Also solche Auszeichnungen, die nimmt man gerne mit. Man freut sich über die hohe Qualität, die man das ganze Jahr erzielen kann. Und es ist ja ein Stück weit Werbeträger, den man hier vermarkten kann. Viel Zeit zum Draufanstoßen blieb Braumeister Thomas Eichenseher und Brauereichef Christoph Kempf aber nicht. Denn die Wochen vor dem Gäubodenvolksfest sind jedes Jahr die arbeitsintensivsten. Und das liegt nicht mal am Festbier, sondern eher am Drumherum. Zum einen wollen viele Vereine ihre Feste unbedingt noch abhalten, bevor das große Volksfest beginnt. Zum anderen muss auch das komplette Inventar inklusive Bierzeltgarnituren ins Festzelt gebracht werden. Da gibt es einen genauen Fahrplan, den der Herr Nothaft mit uns vereinbart hat, wann welches Equipment wo zu sein hat. Und ja, so eine gewisse Nervosität bei den Mitarbeitern ist dann doch jedes Jahr auch wieder zu spüren. Auf der einen Seite freut man sich drauf, auf der anderen Seite muss natürlich auch alles erstmal perfekt passen. Wenn dann das Volksfest begonnen hat, ist die Hauptarbeit für die Brauereimitarbeiter eigentlich getan. Dann muss nur noch gewährleistet werden, dass die Bierquellen auf dem Festplatz nicht versiegen. Wir haben drei Mitarbeiter, die letztendlich morgens schon sehr früh beginnen. Zum einen die Tanks, die am Festzelt stehen, wieder mit frischem Bier zu versorgen. Und eben auch dann alle anderen Absatzstätten, die auf dem Volksfest sind, wie zum Beispiel der Schirm von der Firma Ammer oder der Herr Fischmeier drüben. Da fährt einer rum, schaut, was ist verbraucht worden und füllt den Bestand wieder auf. 30.000 Liter Karmelitenbier stehen Tag für Tag in den Tanks neben dem Festzelt Nothaft bereit. Gezapft wird das im Festzelt übrigens vom Braumeister persönlich. Der nimmt sich dafür Jahr für Jahr extra Urlaub. Es hat sich so eingebürgert, habe ich mir damals zum Studium angeeignet, weil es ein bisschen ein Nebenverdienst war. Und somit bin ich immer noch dabei. Und es ist auch eine sehr gute Sache, glaube ich, wenn ich direkt vor Ort bin und dann da Antwort und Rede stellen kann. Also sollte mal der unglaubliche Fall eintreten, dass Ihnen Ihr Festbier im Nothaft nicht schmeckt, dann könnten Sie sich praktischerweise direkt beim schankkellnenden Braumeister beschweren.